Sie nennen es Moneyball. Moneyball? Ja, ist ja auch eine hübsche Theorie, aber sie funktioniert einfach nicht. Billy Bean hat dieses Team nach den Ideen eines gewissen Bill James zusammengestellt. Genau. Dieser Mann hat ein interessantes Buch über Baseballstatistiken geschrieben. Er hat versucht, eine ganz neue Strategie auszuprobieren. Das ist mutig, aber das funktioniert nicht. Ja, hallo zusammen, weiter geht's mit Folge 61. Der 26. Spieltag steht bevor. Der Klassiker der Bundesliga steht ebenfalls bevor. Und der El Clasico in unserer Liga steht auch bevor, denn wir haben ein Pokalfinale. Der erste gegen den zweiten, also der Special One gegen Joe Rich. Wir hatten im Laufe der Saison bereits einen Pokal. Den konnte der Special One im Finale gegen Marcel bereits für sich entscheiden. Das war der erste Pokal. Da gab es auch ordentliche Bonuszahlungen für das jeweilige Weiterkommen beziehungsweise auch für den Pokalsieg. Und jetzt steht auch wieder ordentlich Geld sozusagen auf dem Spiel. Und natürlich auch Prestige. Man sieht es in den Chats, da geht es heiß her. Also die wollen beide auf jeden Fall gewinnen. Und das sind die Mannschaften, mit denen sie jetzt in den 26. Spieltag reinstarten. Zum Thema El Clasico hatte Special One überraschenderweise nur einen Spieler von Dortmund und Bayern, und zwar mit Jude Bellingham. Also ich glaube, Jude Bellingham wird ein richtig gutes Spiel haben. Kann man sich, denke ich, auch darauf verlassen, dass unabhängig wie das Spiel ausgehen wird, dass ein Bellingham in so einem Spiel, denke ich, ganz gut punkten wird. Also wird ordentlich viel Zweikämpfe gewinnen, wird, denke ich, auch die Anspielstation im Spielaufbau sein, also ordentlich viel Ballkontakte haben und ob offensiv was geht oder nicht. Das weiß man immer nicht so ganz bei Dortmund. Ich meine, wenn man die letzten Spiele sieht, da ist es, denke ich, ganz gut gelaufen. Aber gegen Bayern ist es, denke ich, dann immer noch mal was anderes. Auf der anderen Seite bei Joe Rich, was Bayern bzw. Dortmund-Spieler angeht, da hat er einiges mehr zu bieten. Also mit Sommer im Tor, Süle in der Verteidigung, Goretzka im Mittelfeld und im Sturm Choupo-Moting und Thomas Müller hat er gestern Abend noch mit dazu geholt. Da gab es, glaube ich, einen Tausch mit Alea, wenn mich nicht alles täuscht. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall die Aufstellung, mit der die beiden jetzt sozusagen ins Pokalfinale reingehen. Und das ist die Aufstellung, mit der wir in den 26. Spieltag reinstarten. Also wir haben auch ein paar Bayern-Spieler im Aufgebot, also Sadio Mané, Serge Gnabry und Joshua Kimmich. Also von Kimmich kann man, denke ich, genauso wie bei Bellingham ordentlich Punkte erwarten. Bei Sadio Mané und Gnabry ist es natürlich ein Fragezeichen. Aber wie gesagt, auch wenn es in den letzten Spieltagen nicht so gut ausgesehen hat, längerem nicht mehr getroffen haben, Gnabry hat mir auch ganz gut gefallen bei der Nationalmannschaft. Und ich denke, irgendwann wird der Knoten wieder platzen und dann werden wir da auch wieder ordentlich punkten, ordentlich Tore und Vorlagen mitnehmen. Eine Neuerung in der Startelf ist jetzt wieder Wilfried Kanga, den haben wir jetzt wieder bekommen. Ich denke, da ist auch großes Potenzial da, dass er wieder spielen wird, dass er wieder in die Startelf reinkommt, jetzt nach seiner Verletzung. Obwohl Jovetic stark war, der hat sich jetzt allerdings verletzt. Ein Gangkamp ist ebenfalls sehr stark gewesen. Niederlechner hat jetzt auch eine Phase, wo er noch nicht so gut gespielt hat, also ist noch nicht richtig in Berlin angekommen. Und deshalb glaube ich, dass ein Kanga eventuell ein Kandidat für die Startelf ist. Und wenn auch nicht, 20 Minuten wird er auf jeden Fall bekommen. Und ich bin da auch mit 20 Minuten zufrieden, weil ihm das, denke ich, auch reichen wird, um eben die eine oder andere Großchance zu bekommen oder die eine oder andere Großchance eben zu kreieren. Und wir setzen weiterhin nach wie vor auf Alassane Player, ebenfalls Mario Götze im Mittelfeld und ein weiterer Neuzugang ist jetzt ein Sorloy, den wir jetzt noch neu dazugeholt haben, den wollte ich unbedingt haben. Ist jetzt auch wieder so ein Experiment, wie das letzte Experiment, Flo Neuhaus. Den haben wir uns ja auch ganz günstig geholt und haben jetzt aus zwei Spielen immer ein Tor mitgenommen und insgesamt 9 Punkte, also ein 4,5er Schnitt. Und das gleiche kann ich mir auch für den Sorloy vorstellen. Da ist auch wieder großes Potenzial da, dass er jetzt am Wochenende auch in der Startelf stehen wird. Gregoritsch fällt gelb-beschwert aus und da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass da jetzt ein bisschen rotiert wird und dass Sorloy da eventuell in die Startelf kommen wird. Wenn nicht, bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass er da zumindest Einsatzzeiten bekommt. Und wie gesagt, wenn er spielt, dann braucht er nicht viel Zeit, um sich Großchancen zu erarbeiten. Und wir setzen eben auf diese Großchancen und hoffen eben, dass er dann die ein oder andere dann eben verwandelt, beziehungsweise eben die ein oder andere Torbeteiligung mitnehmen wird jetzt am Wochenende. In der Verteidigung haben wir auch wieder komplett neu umgemodelt, also von den ganzen Experimenten, die wir jetzt die letzten zwei Spieltage gezwungenermaßen nehmen mussten, konnten wir da jetzt die Verteidigung wieder ein bisschen upgraden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt einen Schick verkaufen mussten, weil er wahrscheinlich die ganze Saison jetzt ausfallen wird. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr Geld übrig gehabt und haben jetzt einen Angelino uns über die Länderspielpause geholt. Einen Lacroix haben wir wieder zurückgeholt und einen Ozan Kabak haben wir uns schon vergangene Woche geholt oder vergangenen Spieltag geholt, als er noch gelb gesperrt war und deswegen war er natürlich dann sehr, sehr günstig zu haben und jetzt wieder eben den Kader wieder zur Verfügung. Und im Tor haben wir jetzt eben Christensen, den haben wir einfach
damals eben noch geholt, weil wir eben Geldprobleme hatten. Da mussten wir den Torwart sozusagen ein bisschen downgraden. Und auf der Ersatzbank, die jetzt aktuell sehr wichtig ist, weil wir eben das ein oder andere Fragezeichen den einzelnen Positionen haben, ob die Leute tatsächlich spielen oder nicht. Und deswegen gehe ich da mit einem weiteren Gamble, mit einem Adamyan, also richtig günstig aktuell, ist jetzt nur bei 600.000, also da kann man, denke ich, nichts falsch machen. Ich traue ihm da auch eine Phase, wo er ein bisschen besser performen wird, beziehungsweise ein bisschen mehr Spielzeit bekommen wird. Und Adamyan ist, denke ich, ein Spieler, der sehr gefährlich ist vorm Tor. Aber wie gesagt, bei dem Gamble, da gamblen wir gar nicht so viel, weil er, wie gesagt, eben auf der Ersatzbank ist. Und ich hoffe eigentlich, dass wir gar nicht die Punkte von Adamyan brauchen. Das gleiche gilt auch für den Gravenberg. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er jetzt gegen Dortmund spielen wird. Aber wie gesagt, ich hoffe auch, dass wir gar nicht die Punkte von den Bankspielern brauchen und dass eben alle von der Startelf sozusagen eingesetzt werden. Und wie gesagt, im Sturm ist ein Kangar ein Fragezeichen, ein Player ist nach wie vor immer noch ein Fragezeichen. Und man kann sogar auch darüber streiten, dass Mané und Gnabry auch ein Fragezeichen sind. Also man weiß jetzt nicht, wen Tuchel aufstellen wird. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Aber wie gesagt, deswegen haben wir jetzt eben in der Länderspielpause die Verteidigung abgegradet und gleichzeitig auch auf jeder Position auf der Ersatzbank eben einen Spieler gestellt, dass wir da eben einfach das Risiko ein bisschen minimieren, dass wir auf einer Position komplett leer ausgehen, was die Punkte angeht. Und in der Verteidigung habe ich meiner Meinung nach keinen Gamble mit Silvan, mit Bittmer. Also sollte jetzt ein Lacroix wieder raussortieren, was ich mir nicht vorstellen kann, weil er das letzte Spiel richtig stark war, war auch Sofascore im Team der Woche. Ozan Kabak ist natürlich einer der besten Verteidiger bei der TSG. Allerdings ist er trotzdem ein Fragezeichen. Weiß man jetzt nicht, wie da der Trainer darauf reagiert, ob er ihn dann jetzt spielen lässt oder ob er ihn erstmal auf der Bank sitzen lässt oder nicht. Also, aber wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Vorkehrungen eben getroffen. Eigentlich wollten wir jetzt in dieser Saisonphase einfach nur 11 Spieler haben und in diese 11 Spieler investieren. Aber weil wir eben doch das ein oder andere Fragezeichen haben, wollen wir uns da doch absichern mit den Ersatzspielern. Aber wie gesagt, ein Adamyan, der hat jetzt nicht so viel gekostet. Ein Gravenberg, da haben wir damals 2 Millionen für bezahlt und ein Widmer eben auch. Und es gibt gerade auch nicht so viele andere Optionen, wo wir jetzt das Team upgraden könnten. Also wie gesagt, ein Kangar wäre jetzt schon noch eine Position, wo ich sagen würde, die würde ich upgraden wollen. Ein Scholloi ist ebenfalls eine Position, wo ich sagen würde, da würde ich ein Upgrade vornehmen wollen. Aber es gibt meiner Meinung nach jetzt nicht so viele Positionen oder Spieler in der Liga, wo ich sagen würde, dass uns das wirklich besser machen würde oder wo ich ein besseres Gefühl habe. Also mit Scholloi, wir können mal kurz so die Liste durchgehen an Spielern, wo wir jetzt, sage ich mal, noch Interesse hätten, beziehungsweise ein Upgrade vornehmen würden. Also ihr seht hier jetzt einen gelb gesperrten Gregoritsch. Wir haben den Leroy Sané, das wäre auf jeden Fall ein Upgrade, wenn wir da jetzt einen Kangar mit einem Leroy Sané upgraden könnten. Oder einen Scholler eben mit einem Kainz beispielsweise. Aber ansonsten habe ich natürlich auch noch das ein oder andere Auge auf solche Spieler wie ein Führich oder Meier geworfen. Aber die sind für mich jetzt vom Gefühl her nicht so viel besser als ein Scholloi. Also es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Spielzeit auch drauf an. Aber sollte ein Scholloi 90 Minuten spielen, dann würde ich ein Scholloi lieber, also würde ich mich da eben ein bisschen wohler fühlen, als jetzt bei einem Führich oder als bei einem Arne Meier. Aber unabhängig davon, die Spieler müssen ja auch erstmal auf den Transfermarkt kommen, damit wir überhaupt die Entscheidung letztendlich haben. In der Verteidigung wäre jetzt für mich noch so ein Upgrade, was ich unbedingt machen wollen würde. David Raum im Sturm, wie ihr noch sehen könnt, hier ein Malen für 7 Millionen oder ein Asmun für 3,5 Millionen, ein Thiago Tomás und eben ein Ajorg. Also das wären jetzt alles noch Spieler in der Liga, die zu haben wären, die nicht bei der Konkurrenz sind und wo wir tatsächlich wirklich uns holen würden als Upgrade eben für die einzelnen Positionen. Und wir können noch kurz auf dem Transfermarkt schauen, was heute aktuell auf dem Transfermarkt bei uns in der Liga ist. Also wir haben hier einen Baumann, haben wir auch geboten. Wie viel wir geboten haben, kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil die Konkurrenz nämlich zuschaut. Also da würde ich ein Upgrade vornehmen. Wir haben jetzt noch 500.000 in etwa übrig. Das ist ungefähr das, was wir bezahlen müssen für die ganze nächste Woche an Spielergehälter. Und wir bekommen ja auch ein bisschen was noch an viel Boni von den Punkten, die wir machen, von dem Spieltag. Bloß natürlich, wenn wir dann einen Christensen verkaufen würden, also 600.000, 700.000 würden wir ungefähr brauchen, um uns Baumann leisten zu können. Das wäre auch so ein Upgrade, was ich auf jeden Fall vornehmen würde. Ansonsten haben wir hier Kempf jetzt wieder. Hatte ja Hüftprobleme, deswegen haben wir ihn damals auch wieder abgegeben. Wenn er fit ist, wie gesagt, ist er ein Top-Mann und für 2,1 Millionen auf jeden Fall ein Kauftipp. Ein Kauftipp an euch und wir selber werden auch jetzt für ihn bieten. Peter Kura würde ich ebenfalls in diese Kategorie mit reinnehmen. Allerdings ist er eben 1,2 Millionen teurer als ein Kempf und daher würde ich bei Peter Kura eher Nein sagen. Juranovic für 4 Millionen ist auch interessant. Da überlege ich jetzt auch noch, ob ich ihn mir holen würde. Er ist auch sehr offensiver Verteidiger und das gefällt mir, wie gesagt, immer sehr gut in der App.
Verteidiger zu haben, die eben auch torgefährlich sind, weil das gibt es nämlich immer ordentlich Punkte. Bei Union ist eben immer so eine Sache mit der Rotation, aber da könnte man, wie gesagt, auch eben Juranovic in die Startelf und dann eben einen ordentlichen Verteidiger noch auf die Ersatzbank setzen, dass man da eben abgesichert ist vor der Rotation. Wenn man jetzt keine Pro-Player oder Plus-Version hat und eben keine Ersatzspieler aufstellen kann, dann würde ich ganz ehrlich immer von den ganzen Union-Spielern eher abraten, weil das dann eben schon ein richtiger Gamble ist, ob der Spieler jetzt, den man hat, dann letztendlich auch spielt. Wenn die Union-Spieler spielen, dann sind sie richtige Punktemaschinen, also da kann man dann sich nicht beschweren, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Aber wenn sie dann eben komplett aussetzen, dann hat man eben 0 Punkte da stehen und dann ein Spiel, wo man ordentlich Punkte bekommt, 4 oder 5 Punkte und dann ein Spiel, wo man wieder 0 Punkte bekommt, sind dann auch eben nur 2,5 Punkte dann im Schnitt. Und deswegen so Union-Spieler würde ich wirklich eher empfehlen, wenn man eben die Pro-Plus-Version hat, wo man dann wirklich auch mit der Ersatzbank arbeiten kann und sich da eben absichern kann, sollte ein Spieler eben raussortieren oder eben geschont werden. Und hier haben wir noch Brooks, da haben wir jetzt auch noch geboten, weil er eben nur 1,5 Millionen kostet aktuell. Und ansonsten haben wir hier, wie gesagt, noch einen Gregoritsch. Da werden wir dann eventuell auch noch bieten, weil, wie gesagt, für unter 7 Millionen ist ein Gregoritsch auf jeden Fall ein Kauftipp. Berisha für 7,3 Millionen ist ebenfalls noch genau in der Preisrange, also bis 7,5 Millionen würde ich einen Berisha da auf jeden Fall empfehlen. Und Burkhard, Thielmann und Doran Will, das sind eher Kauftipps für langfristigere Geschichten. Also solltet ihr die Spieler in die nächste Saison mit reinnehmen dürfen, dann kann man da auf jeden Fall drüber nachdenken, sich da den einen oder anderen Spieler zu holen. Und ja, dann gucken wir noch kurz die Tabelle an. Aktuell, wie gesagt, die beiden Top-Mannschaften aktuell in der Liga, eben The Special One und Joe Rich im El Clasico von der Moneyball-Liga sind sie jetzt eben im Finale am 26. Spieltag und wir sind eben dahinter auf Platz 3. Auf Platz 4 haben wir Harun Taskin und auf Platz 5 Seba 2. Auf Platz 6 hat jetzt ordentlich eingebüßt in den letzten paar Spieltagen, ist aber auch nicht mehr so aktiv wie zu Beginn der Saison. Auf Platz 7 haben wir dann Stefan, also gerade noch vom rettenden Ufer, und auf den Abstiegsrängen haben wir Heniel, den TSV hier Scheid und Lisa Sorare. Die drei würden aktuell in die zweite Liga absteigen und den Startplatz für die zweite Liga würden sie allerdings auch nur bekommen, wenn sie eben die Teilnahmegebühr bezahlen würden. Sollten sie das nicht machen, dann rutschen aus unserer Quali-Liga die Plätze 11, 12 und 13 kostenlos nach. Also wie gesagt, die Ligen oder die Startplätze in der zweiten Liga und auch nächstes Jahr in der ersten Liga, die sind kostenlos. Und wenn ihr auch Lust habt, nächstes Jahr in der ersten Liga bzw. in der zweiten Liga bei uns mitzuspielen, dann könnt ihr euch gerne in der Quali-Liga anmelden und euch über die Quali-Liga eben dann qualifizieren. Schreibt einfach unter diesem Video einen Kommentar oder bei Instagram eine Nachricht und dann bekommt ihr den Link zur Liga und könnt dann sozusagen um den Aufstieg in die zweite Liga beziehungsweise um den Aufstieg in die erste Liga dann spielen. Und ja, was tippt ihr fürs Wochenende für den Klassiker Bayern gegen Dortmund? Schreibt gerne unten in die Kommentare rein, wie ihr glaubt, dass der Klassiker ausgehen wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Scotty H. Sir. Trainier ein paar Aufsätze. Ja, Sir. Jetzt hört mal kurz zu, Leute. Ihr seht vielleicht nicht aus wie ein Siegerteam. Aber ihr seid eins. Also, spielt heute Abend wie eins.